Nach einer Woche sind wir wieder im Seenland Lausitz unterwegs. Dabei werden wir uns zuerst Hoyerswerda anschauen. Einen kurzen Stopp in Loser machen. Die Kleinstadt Wittichenau besichtigen. Am Beerwalder See beenden wir dann diese Tour. Hoyerswerda ist die größte Stadt im Zentrum des Lausitzer Seenlands. Der Marktplatz wird umgeben von prächtigen Bürgerhäusern. Blickfang ist das um 1680 errichtete Rathaus. Den Marktplatz schmückt eine Postmeilensäule, die August der Starke aufstellen ließ. In der langen Straße arbeiteten und wohnten einst viele Handwerker. Heute zeichnet sich die 200 Meter lange Straße durch ihre liebevoll restaurierten Häuser aus. Wir nähern uns nun der evangelischen Stadtkirche. Es ist eine dreischiffige Hallenkirche mit einem Netz- und Sterngewölbe, die um 1500 erbaut wurde. In der Kirche befinden sich viele Gegenstände aus umliegenden Kirchen als Dauerleihgabe, denn das Gebäude wurde 1945 total zerstört. Das Schloss zählt zu den ältesten Gebäuden in Hoyerswerda. 1592 wurde das Renaissance-Schloss errichtet und war im Besitz der Reichsfürstin Ursula Katharina von Teschen,
einer Mätresse August des Starken. Losa ist ein kleines sorbisches Dorf und war in der DDR-Zeit vom Kohleabbau bedroht. Wittichenau ist eine deutsch-sorbische Kleinstadt. Viele schöne Bürgerhäuser säumen den Marktplatz. Irgendwie bayerisch sieht das Haus des Apothekers aus. Der Marktplatz wird von einer Postmeilensäule von 1732 geschmückt. Das Grabat-Denkmal zeigt, wie ein tapferer Kroate zum guten sorbischen Zauberer wurde. Sehenswert ist die dreischiffige katholische Kirche. Das Gotteshaus besitzt einen wunderbaren barocken Hochaltar. Wunderschön sind die bleiverglasten Fenster, die lange verschollen waren. Der Bärwalder See ist der größte See in Sachsen und ist ein Paradies für Surfer, Segler und Wasserratten. Bevor wir uns am See umschauen, machen wir erst einmal eine Pause.
Auch dieser See war einmal ein riesiges Loch, das man flutete. Eine Schiffsanlegestelle wurde schon errichtet, denn irgendwann soll hier ein Schiff verkehren. In einer Höhe von 18 Metern befindet sich ein Aussichtspunkt, von dem man einen grandiosen Ausblick auf den See und die umliegende Landschaft hat. Eine einzigartige Attraktion ist das aus Sandmassen gestaltete überdimensionales, begehbares menschliches Ohr. In der Ohrmuschel befindet sich ein Amphitheater mit 270 Plätzen. Am Beerwalder See beenden wir den Ausflug in das Seenland Lausitz. Wir haben viel Unschönes, aber noch viel mehr Schönes gesehen. Vielleicht kommen wir einmal wieder, wenn alles fertig ist.